Der Sinn und Unsinn von Kollagenprodukten wissenschaftlich hiermit aufgedeckt. Kollagen hat einen richtigen Boom ausgelöst in der letzten Zeit, da alle jünger aussehen wollen. Leider oft nicht stolz darauf sein können, auf das Altern, denn wenn wir ehrlich sind, ist die größte Errungenschaft im menschlichen Leben, alt werden zu dürfen. Denn vielen bleibt dieses Privileg leider vorenthalten. Vor allem, wenn man seine Kinder nicht beim Aufwachsen zusehen kann. Nichtsdestotrotz kann man da sicher einiges machen, sodass man auch im Alter noch jünger aussehen kann. Durch Kollagen vielleicht, ja, das klären wir hier. Doch nicht jedes Kollagen wirkt auch gleich gut. Heute zeige ich euch, welche Parameter im Kollagen eine wirklich gute Wirkung haben und welche Lebensmittel hier wirklich in Frage kommen. Daher noch schnell eine gute Tat verrichten und einen Daumen nach oben da lassen und am Ende des Videos sehr gerne mal in meine Videobeschreibung schauen, um mich dort zu unterstützen, auch wenn da kein direktes Kollagen zu finden ist. Was meint ihr, welches das häufigste vorkommende Protein im menschlichen Körper ist? Ja, es ist tatsächlich das Kollagen. Daher ist es schon sehr entscheidend, ob man in seiner Ernährung genügend Bausteine aufnimmt, ja, um auch eine ausreichende Synthese zu generieren für das wichtigste und häufigste Protein in der Spezies Mensch, das Kollagen. Ach, und nebenbei macht es auch noch etwas schön. Kollagen ist ein Strukturprotein, das in verschiedenen Geweben des Körpers vorkommt, insbesondere in der Haut, den Knochen, den Sehnen, den Bändern und dem Knorpel. Ja, alles auch wichtig für unsere Bandscheibe vor allen Dingen. Ja, und spielt eine wesentliche Rolle bei der Bereitstellung von Stärke, Elastizität und Struktur für viele Gewebe. Doch habt ihr euch schon mal gefragt, woraus denn dieses Kollagen überhaupt aufgebaut ist? Kollagen ist ein Protein, ja, das haben wir mittlerweile schon gelernt, das aus langen Ketten von Aminosäuren aufgebaut ist, diese Bestandteile von Kollagen sind. Ja, die wichtigsten Aminosäuren im Kollagen sind jene. Glycin, das ist übrigens auch die kleinste Aminosäure, die etwa ein Drittel der Aminosäuren im Kollagen quasi ausmacht. Glycin verleiht dem Kollagen seine Flexibilität. Prolin, diese Aminosäure trägt zur Stabilität der Kollagenstruktur bei. Und dann noch Hydroxyprolin, eine modifizierte Form von Prolin, die durch Hydroxidierung entsteht. Hydroxyprolin ist wichtig für die Stabilität und die Festigkeit im Kollagenmolekül. Und zuletzt das Hydroxylysin, eine weitere modifizierte Aminosäure, die an der Bildung von Quervernetzungen beteiligt ist, welche die Kollagenfaser stabilisieren. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert, wenn wir diese Bausteine, wie oben erwähnt, ja, Aminosäuren zuführen? Verändert sich unsere Hautstruktur im Positiven dadurch? Zunächst müssen wir aber dafür klären, was können sie denn verbessern? Oder was passiert in der Haut bei dem Alterungsprozess, beziehungsweise was beschleunigt ihn? Und dann, ob diese Aminosäuren in diese Prozesse wirklich eingreifen, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Hydroxyprolin nehmen. Es gibt einen sehr wichtigen Alterungsmarker. Diese sind AGEs. Das bedeutet Advanced Glycation End Products. Das sind verzuckerte Proteine, kurz genannt, ja, die bei uns im Gewebe vorkommen, aber auch im Blut vorkommen. Denn diese AGEs sind mit der Hauptgrund für eine ältere Haut und einen älteren Körper im Allgemeinen. Dazu aber gleich mehr. Dazu schauen wir uns mal diese Abbildung an. Oben sehen wir eine gesunde Hautschicht und unten jene mit AGEs. Das schauen wir uns noch mal genauer an. Hier sehen wir, es vergrößert. Man sieht, dass diese kleinen schwarzen Punkte, ja, die AGEs darstellen, also die verzuckerten Proteine. Diese führen auch dazu, dass die Melaninproduktion der Haut angekurbelt wird. Daher ist eine fleckige Haut immer ein Marker für zu viel AGEs und bedeutet quasi eine beschleunigte Hautalterung. Und noch größer sehen wir das dann dementsprechend hier. Die AGEs, die sehen dann so aus. Denn hier sieht man, dass die AGEs die Keratinozyten zerstören. Die Keratinozyten, das sind hornbildende Zellen, also der Epidermis, der Oberhaut, ja, die hauptsächlich, also 90%, ja, des Zelltyps quasi ausmachen bei uns in der Haut. Es ist vor allem das wichtigste Organ, ja, für Feuchtigkeit in der Haut. Und am genauesten sieht man es jetzt hier in der Vergrößerung. Ja, AGEs reduzieren den Gehalt an Keramid und Cholesterin in der Epidermis, ja, was schließlich zu einer Verringerung des Hautfettgehalts führt und dementsprechend auch zu älterem Aussehen. Nochmal zum Verständnis. AGEs sind verzuckerte Proteine bzw. Aminosäuren. Kollagen besteht genau daraus. Ja. Werden die Aminosäuren aus dem Kollagen in der Haut verzuckert, verlieren sie ihre Struktur und dienen nicht mehr als Kollagen. Das wollen wir nicht und das sieht dann dementsprechend so hier abgebildet aus.
Die AGEs schieben sich zwischen die Kollagenstruktur und wir wirken älter. Jetzt müssen wir klären, ob bestimmte Lebensmittel oder Aminosäuren, ja, woraus das Kollagen ja auch aufgebaut ist, diesen Prozess beeinflussen, positiv oder vielleicht sogar negativ. Denn oft wird gedacht, irrtümlicherweise, dass der Prozess der Kollagenaufnahme so funktioniert, wenn man das Kollagen quasi isst, dieses direkt auch in der Haut ankommt, was physiologisch natürlich nicht möglich ist. Denn damit der Körper Stoffe aufnehmen kann, müssen diese zunächst komplett zersetzt werden. Und dass diese Stoffe dann auch wirklich direkt so wieder an den Ort gelangen, wo sie wirken sollen, das ist natürlich erstmal sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sie müssen dort ja auch wieder genau dann wieder zusammengesetzt werden zu dem Molekül, das wir uns eigentlich wünschen. Das geht nicht, außer in liposomaler Form, da werden die Stoffe tatsächlich komplett transportiert, ja, über die Darmbarriere und direkt in die Blutbahn. Ja. Das ist eine andere Geschichte dann nochmal, das geht dann. Es ist eine randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie. Also die Teilnehmer wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Und sie wissen nicht, ob sie das Placebo bekamen oder das hydroxyprolinhaltige Pulver, also die Aminosäure, ja, die ja reich im Kollagen vorhanden ist. Was auffiel, dass die Insulinsensitivität zugenommen hat in der Hydroxyprolin-Gruppe. Das bedeutet, Insulin ist das Hormon, welches ja den Zucker aus dem Blut in die Zellen zieht. Und das passierte dann besser in der Hydroxyprolin-Gruppe. Das wiederum ist wichtig, denn wir sprechen ja von verzuckerten Proteinen. Daher sind hohe Blutzuckerwerte sicher das, was wir auf keinen Fall haben wollen. Ja? Dazu aber gleich mehr, wenn ich zu den Tipps komme. Was aber wichtig war in der Studie, wurden auch die AGEs gemessen. Was wir sehen können in der Hydroxyprolin-Gruppe, sind die AGEs statistisch signifikant gesunken im Vergleich zur Placebo-Gruppe nach 12 Wochen. Hier ist ein sehr schöner Korrelationsgraph nochmal zusätzlich. Je weniger Insulin, desto weniger AGEs bilden sich auch im Körper und damit auch in der Haut, demnach je weniger altert unsere Haut. Daher möchte ich euch jetzt Tipps geben, welche Lebensmittel enthalten denn viel von diesem Prolin, ja? Was ja dazu geführt hat, dass weniger verzuckerte Proteine in der Haut zu finden waren, die dementsprechend für weniger Feuchtigkeit gesorgt haben, weniger Fettgehalt und so weiter. Dazu möchte ich ein Lebensmittel besonders hervorheben und das ist Soja. Dieses enthält gute Mengen Prolin. Wieso ich gerade Soja genommen habe, ist das, weil es dazu eben eine wirklich absolut aussagekräftige Studie gibt. Diese randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie aus dem letzten Jahr, also wie gesagt, wieder das beste Studiendesign, ja, überhaupt, liefert sehr gute Ergebnisse. Hier wurde Soja bzw. dessen Isoflavone, die sekundäre Pflanzenstoffe, ja, gegen das Milcheiweiß Casein getestet, welches ebenfalls reich an kollagenhaltigen Aminosäuren ist. Man sieht hier eindrücklich, dass die Tiefe der Falten signifikant geringer ausfiel als jene, ja, bei der Gruppe, die Milchprotein bekam. Obwohl diese Sojagruppe nicht mehr Aminosäuren aus dem Kollagen konsumiert hatte als die Caseingruppe, ja. Daher ist nicht immer die Menge entscheidend, das ist ganz wichtig. Aber auch die Pigmentierung war auch nach 24 Wochen signifikant weniger vehement ausgeprägt in der Sojagruppe als in der Milchgruppe. Denn wir erinnern uns, dass die AGEs ebenfalls zu mehr Pigmentierung geführt haben. Auch die Hydration war signifikant, das heißt die Wasserspeicherfähigkeit, ja, war signifikant besser in der Sojagruppe im Vergleich zur Caseingruppe, also Milchproteingruppe. Da gibt es noch ein tolles Bild, ja, das den Unterschied der Personen zeigt nach 24 Wochen Soja oder dementsprechend nach 24 Wochen Milcheiweiß. Man sieht hier am Ansatz der Stirnfalte zwischen den Augen oben, also zwischen der Nase genau genommen, dass die Falte deutlich kleiner wurde und auch die Nasenfalten herunterziehen zu den Wangen sind deutlich kleiner geworden, sehen wir hier schwarz auf weiß, in der Sojagruppe bzw. Isoflavongruppe. Wohingegen man in der Caseingruppe keinen wirklichen Unterschied sehen kann, das könnt ihr euch mal selbst anschauen und dementsprechend auch selbst bewerten für euch. Hier blende ich jetzt nochmal genauestens ein. Da ist der Tipp, prolinhaltige Lebensmittel, wie besonders Soja zu essen. Denn auch als Mann gibt es wissenschaftlich nicht eine seriöse Publikation, die beweist, dass es nachteilig auf den Hormonhaushalt wirkt. Eher im Gegenteil, das ist hier auch wieder belegt. Ich zeige es fast in so vielen Videos schon. Auch die aktuellste Studie dazu wieder, ja, aus randomisierte Studie, also wieder Goldstandard aus diesem Jahr, ja, egal ob Milch oder Soja, es gibt keinen Unterschied vom Testosteron oder freiem Testosteron, sehen wir hier.
Des Weiteren ist ein Tipp, Rohkost in die Ernährung einzubauen, denn je mehr ein Lebensmittel erhitzt ist, egal ob pflanzlich oder tierisch, desto mehr AGEs entstehen in dem Lebensmittel und nehmen wir dann dementsprechend auch auf. Dazu schauen wir uns mal diese Abbildung an. Äpfel oder Bananen Werte von ca. 9 bis 13 haben, hingegen gegrilltes Rind oder Pizza Werte von 7000 plus erreichen und damit ca. 70 mal so viele AGEs liefern. Also statt mal in Öl zu braten oder wie auch immer, auch mal vielleicht im Wasser zu dünsten, wäre hier sicherlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Oder auch Rohkost, ja, mit zu integrieren, ein Salat am Tag, das ist das Mindeste, was jeder ohne Probleme schaffen kann, so wie 300 Gramm Beeren TK am Vortag auftauen, kann jeder schaffen. Gibt's keine Ausrede, null. Aber auch die Reihenfolge ist entscheidend, wie man seine Nahrung zu sich nimmt. Isst man zuerst das Gemüse, dann das Protein und dann die Kohlenhydrate, dann sieht man, dass der Blutzucker um mehr als die Hälfte so stark ausschlägt, nur wie bei dem Instagram-Influencer, der eine Experiment quasi gewagt hat, ja, so zuerst den Reis aß, ja, und einmal dann dementsprechend zuletzt den Reis aß und dann dementsprechend zuvor erstmal den Brokkoli, den Avocado und den Thunfisch. So, und das sehen wir hier, wie wenig, ja, der Blutzucker tatsächlich dann in der richtigen Reihenfolge zuerst den Salat, Avocado und das Protein, ja, dann dementsprechend ausgeschlagen ist. Und das ist wirklich sehr signifikant, denn wir wissen, verzuckerte Proteine, ja, korrelieren mit hohen Blutzuckerwerten. So, ich hoffe, ich konnte euch weitere Tipps geben und die Angst vor Soja nehmen, sowie euch motivieren, weniger zu braten und zu backen, sondern auch mal etwas mehr Rohkost zu essen. Danke für den Support in der Videobeschreibung. Alle wissenschaftlich von mir konzipierten Produkte zu finden, die echt wirklich funktionieren, 100%. Bis gleich auf proessl.de und Dankeschön für deinen Support.